So, Hallihallöchen. Willkommen zu einer weiteren Folge From the Euro Truck Simulator. Wir sind ja mittlerweile schon Level 11, hoffentlich bald Level 12. Dann können wir uns endlich all die schicken, schönen Sachen kaufen, die wir uns kaufen wollten. Na gut, alle nicht. Manche Sachen gingen ja erst ab Level 26 los. Lass uns loslegen. Okay. Gut, das sieht schon mal interessant aus. Carvin hat schon wieder komische Sachen. Mal jetzt kurz hier schließen. So, ich mache das mal nochmal. Irgendwie. In OBS hat sich das Bild bewegt, aber auf dem Hauptscreen hat sich das Bild nicht mehr bewegt. Compositing-Fehler oder muss ich jetzt den Rechner neu starten? Interessant. So, fortfahren. Lass uns loslegen. Das sieht schon besser aus. Ja, das sieht besser aus. Okay. So, dann können wir die ausmachen und dann können wir mal lustig an. In OBS stimmt aber noch alles, ne? Ja, sieht gut aus. Fordere andere Verkehrsteilnehmer. Was ist die Geschwindigkeit zur Vermeidung? Das macht er doch die ganze Zeit, oder? Oder nicht? Ach, guck mal, stimmt, nee, der fährt das voraus. Ah, okay. Interessant. Cool. Na, damit ich hier nicht in den Tunnel reinrasen, scheinbar. Das ist immer interessant. Und das hintere Begleitfahrzeug, wo ist das? Das ist auch noch da. Habe ich gerade im Rückspiegel, im Rückspiegel nicht mehr gesehen. Mal guck mal, wie weit das hinten ist. Das sieht im Rück, in dem Spiegel sieht es viel zu weit hinten aus. Okay. Komische Demnächst rechts perspektivische abbiegen. Verformung der Realität. Biege nach rechts ab. Da, wenn du das sagst, dann machen wir das mal. Freie Bombe mit Marzipan. Was macht der LKW hier? Langeweile? Das ist meine Straße, ey. Noch 200 Kilometer. Holy moly. Also die Gegend hier sieht schon echt geil aus, ne? Gut, dass hier ab und zu Berge aufblitzen und wieder verschwinden, ist natürlich nicht so geil. Aber so im Großen und Ganzen kann man trotzdem schon sagen, dass das schon so geil ist. Da, siehst du da hinten schon wieder die Berge, wie die da verschwinden? Obwohl sie uns ja eigentlich näher kommen. Naja. Naja. Oslo. Und hier geht's bergab. Oha. Okay. Bitte nicht auffahren. Bitte nicht auffahren. Bitte nicht auffahren. Bitte nicht auffahren. Wie du bremst, wie du bremst, du. Dann klatscht es aber hier. Ja. Okay, schaffen wir. Jawohl, ja. Immer geradeaus.
Immer mit dem Kopf durch die Wand, würdest du wohl eher sagen. Diese Leitplanken hier überall. Bei dem Auto sehe ich rot. Boah, Alter. Kämpfst du mal hier? Das ist ja schlimm, ey. Wieso ist mein Licht schon wieder an? So. Alter, ich habe heute schon 1,2 Millionen Frames aufgenommen. Und davon wurden 3500 durch Renderverzögerung übersprungen. Also 0,3%. Interessant. Danke für diese wichtige Information, OBS. Andererseits 1,2 Millionen Frames. Holy moly. Ich meine, klar, bei 60 Bildern pro Sekunde. Rechnen, rechnen. Kein Bock. Aber ich meine, wie lange nehme ich schon auf? Eine ganze Weile. Ich meine, 60 Frames pro Sekunde. Das wären pro Minute 3600 Frames. Das heißt, alle 3 Minuten ungefähr, ne, alle 3 Minuten haben wir also ungefähr 10.000 Frames. So. Das heißt, 10.000, also andersrum, 122, nee, 1,22 Millionen durch, was, 10.000, ne, kann man ja ungefähr so 1.000, das wären also genau 122. So, 122 mal 3, ja, da haben wir also so ungefähr 360 Minuten. Das wären 6 Stunden. Und das haut auch ungefähr hin. Also. Respekt. Respekt. Tja, wäre cool, wenn es da auch so ein, wie sagt man? So ein Highscore geben würde. Oh, wir haben heute schon 2 Millionen Frames aufgenommen. Boom, das ist ihr neuer Bestwert. Und dann kommt so ein Gronkh mit so einem 72-Stunden-Stream und zerfickt einfach alle. Wenn das mit, zumindest wenn das mit 60 FPS macht. Komm, das schaffst du, komm! Nein, nur 30 km/h? Holy moly. Oh oh. Er schaltet aber auch nicht runter, ne? Ah, siehste, im 6. Gang kein Problem. Er hätte locker in den 7. Gang gehen können. Ja. 30 km/h. Und jetzt stellt euch mal vor, was passiert wäre bei den 60 Tonnen mit dem DAF.
der auch nur 530 PS hatte. Bei so einen Steigungen werden wir wieder rückwärts abgesegelt. Also. Oder werden dann irgendwo so im ersten Gang gelandet. Boah, Alter. Leider sieht das Wasser immer sehr plastisch aus, ne? Weil das Wasser hat leider keine Tiefe. Ne? Also, ist quasi nicht so, dass unter dem Wasser noch irgendwas wäre, sondern die Wasseroberfläche ist leider wirklich der... Oh, 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 der Boden. Eieiei. Okay, der... Im dritten Gang schaffen wir es, aber 13 km/h. Boah, Alter. Das ist eine Kletterparty hier. Ja, ist so geil. Alter Schwede, ey. Ja. Und wie viel sind das gerade mal? Na, das sind gerade 25 Tonnen. Jetzt überlegt euch das mal mit 60 Tonnen. Das wäre nie und nimmer auch nur irgendwo gut gegangen. Wenn wir jetzt schon im dritten Gang festhängen. Eieiei. Eieiei. Gut, die Frage wäre auch gewesen, was für Getriebe hätte der DAF gehabt, weil ne, der Motor ist nicht das einzige, sondern wenn der DAF vielleicht eine sehr starke Untersetzung gehabt hätte, dann hätte man es vielleicht damit auch regeln können. Aber... Oh. Okay. Automatikschaltung ist verkackt. Der schaltet nicht mehr hoch. Also einmal stehen bleiben und antreiben. Damit er wieder weiterschaltet. Hä? Wieso schaltest du nicht mehr weiter? Jetzt bleibt er im zweiten Gang hängen. Ist was kaputt? Gut, dann weißt du was? Dann machen wir mal auf manuell. Wo war denn das? Einfach Automatik, sequenziell. Jetzt muss ich nur gucken, was die Tasten dafür waren. Hochschalten, runter, Shift und Control. Okay. Ne, das ist zu viel. Oh, ja, abgesoffen. Na komm, komm, komm. Okay, wahrscheinlich ist er deswegen zusammengereckt. Geht's hier echt so steil berg? Oh! Das ist halt das Problem an einem Spiel. Du spürst die Neigung nicht. Ich dachte, die Straße jetzt gerade. Wir sind auf einem fucking auf einer fucking Steigung. Ist natürlich klar, dass das nichts wird. Gut, dann bleiben wir im ersten Gang. Ich dachte, die Straße hier ist gerade. Es ist natürlich klar, dass das nichts wird. Das heißt, die Automatik hat nicht verrückt gespielt, sondern die Automatik konnte einfach nicht anders mehr. Ja, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen hochtourig, aber wie gesagt, im zweiten Gang könnte man noch gehen, aber dritter Gang wird schon nichts mehr. Wobei, da oben sieht es ja aus, als wenn es da wieder runtergehen würde langsam, ne? Ja, doch, da geht's wieder runter. Okay. Ist also fast geschafft. Alter. Ich glaube, wir bleiben mal im manuellen Modus. Die Straßen hier. Der LKW ist wohl doch noch ein bisschen zu schwach dafür. Naja, oder einfach das falsche Getriebe dafür, ne?
So. Geil. Ich meine, wir könnten ja auch mal öfters mal in so manuellen Modus fahren. Weil ich persönlich bin eigentlich kein Freund von manueller Steuerung, Schaltung. Aber ich meine, irgendwo Spaß macht tut's auch, ne? Ja, hier geht's jetzt wieder massig bergab. Klarer Fall. Klarer Fall von leck mich am Arsch. So. Boah, Alter, hier geht ja richtig bergab. Stopp. Meine Güte hier, ey. Holy moly. So, achso, ja. Ich bin ja in manuell. So. So. Let's go. Alter, wie ich den da dran klebe. Naja, fahr mal wieder ein bisschen Musik. Ja, fahr mal ein bisschen weiter. Komm schon, das schaffst du. Du musst es schaffen. Nein. Komm, das ist doch schon die Spitze vom Berg. Auch 3 Meter. Zweieinhalb. Ja, er wird wieder schneller. Sehr schön, sehr schön. Geht auch. Holy moly, Alter.
So, das nennt man mal eine natürliche Motorbremse. Na, seht ihr, wie der LKW schneller wird? Weil der Motor einfach aufgrund seiner Hochtourigkeit den LKW so stark runterbremst. Wobei ich gar nicht weiß, ob der. Nee. War gerade einfach nur gerollt, war gerade einfach nur der Rollwiderstand. Weil eben, der Motor war ja gar nicht ist ja gar nicht eingekoppelt in dem Moment. Sonst würde man es hören. Obwohl doch, der muss ja eingekoppelt gewesen sein. Biege nach rechts ab. Oh ja. Nein! Nicht absaufen! Ich bin doch hier nicht in der Fahrschule. Wir sind heile angekommen. Das sagst du! Also ich sehe da was anderes. Ja, 4% Schaden. Das klingt ja gerade interessant. Heieiei, ach nein, noch ein bisschen fehlt. Oh. Gut, ja, das war ja sehr interessant. Also, ich dachte, 25 Tonnen sind kein Problem. Aber offensichtlich ist einfach das Gefälle trotzdem so abartig. Wir können von hier aus gar keine Mission starten. Wait, what? Was? Was? Gut, dann fahren wir einfach mal. Nee. So. Wah. Oh, jetzt aber ja. Das schafft nur ein Volvo. Hey, guck mal hier. Auf dem 12. Gang anfahren. Da brauchst du schon Power für. Und sobald er auch nur annähernd in den grünen Bereich kommt, zieht das Ding einfach los, wie als wenn nichts wäre. Ah, guck mal. Jetzt fängt es schon an, loszuziehen hier. Also, das ist schon. So, halt, stopp jetzt hier aufs Ende. So, gucken wir mal, was es hier gibt. Was gibt's denn hier? Na gut, 8 Tonnen, das können wir schaffen. Boah. Nach Lettland. Ja, ich sag mal so, warum nicht, ne? Guck mal, hier kann man konfigurieren. Oh. Was ist jetzt der Unterschied zwischen dem und dem und... Ach, guck mal. Okay, also die beiden hier sind aber gleich. Weil der ist ein anderer Auflieger als der. Hier, da siehst du hier, das ist ein ausziehbarer und der hier nicht. Aber was ist der Unterschied zwischen den beiden? Ich kann keinen erkennen. Egal, wir bleiben bei dem normalen. Der ist am wendigsten. Bestätigen. Acht Tonnen. Ja, ne? Sollte eigentlich kein Problem sein. 8 Tonnen ist, ja, let's go. So, steht denn der gute Renten, steht da. Vielleicht sollte ich aufhören, im 12. Gang anzufahren. Kann das sein? Achso, ich muss ja auch rückwärts reinfahren, ne? Ich komme so gar nicht rein, oder? Ah, doch. Sieht gut aus. So, dann fahre ich nämlich nach hier. Oh, jetzt den Rückwärtsgang schalten. Da auch wieder im 4. Gang anfahren. Natürlich, gehört sich so. So, und jetzt müssen wir hier rückwärts rumdudeln. Ja, jetzt wollte ich natürlich wieder
mit W bremsen, aber ist natürlich. Nein! Jetzt habe ich schon wieder W gedrückt, um zu bremsen. Das gibt's doch ja nicht. Alter! Also, was ist jetzt so? S ist bremsen und W ist beschleunigen. Aber erstmal den Vordergang schalten. So. Eben, weil wenn du nämlich sequenziell jetzt fährst, dann ist S immer bremsen und W ist immer beschleunigen. Egal ob vorwärts beschleunigen oder rückwärts beschleunigen. Das heißt, ich muss mich jetzt schon wieder auf was anderes umgewöhnen. So, am besten rollen wir einfach noch nach hinten. Bei dem Gefälle hier ist das ja kein Problem. Ah doch, ist mir zu langsam. Ah, das war noch nicht gut. Wieso bin ich müde? Oh, ich bin müde. Da sollten wir vielleicht vorher schlafen, bevor wir die Mission annehmen, ne? Fuck. Was war unser letzter Safe Game? Ah, let's go, mal gucken. Ja. Ach, ich glaube, das wäre die Bänder drunter gewesen, ne? Habe ich schon angenommen? Ne, ich habe noch nicht angenommen. Okay, gut. Das heißt, wir können jetzt mal irgendwo gucken, ob wir irgendwo schlafen können. Können wir hier... Oh Gott. Ah, okay, also da hinten ist eine Tankstelle und da ist eine Tankstelle. Ich würde mal sagen, wir fahren mal... Das ist eigentlich völlig egal, ne? Gut. In irgendeine Richtung. So. Will ich wirklich manuell fahren? Ich weiß nicht. Das gerade. Seit wann klingt meine Handbremse so komisch? So. Jetzt ist er natürlich wieder mitten in der Nacht, das heißt, wir pennen direkt nochmal. Perfekt. So, und jetzt gucken wir. Ja, ich glaube, von hier aus gibt es immer noch keine Aufträge, sonst. Ja. Hier ist halt nichts, was man anklicken könnte. Gut. Das heißt, wir müssen wieder zu irgendeinem Zeichen fahren. Welches Zeichen ist in der Nähe? Ja, ist ja bloß das hier. Alles andere ist. Obwohl hinten wäre noch eins. Wir können noch mal gucken, ob die normale Fracht haben und keine Schwerlasttransportfracht. Alter, wie der LKW schwingert, ne?
So, guck mal, was ihr hier so habt an frech. Auch schwerer Transporte. Aber guck mal hier. 4 Tonnen. Nee, dann nehmen wir doch lieber von dem anderen. Die 8 Tonnen Frucht. Die 8 Tonnen Fracht sollte kein Problem sein. Bleibt ja auch. Na, war klar. Das war so klar. Hat der gerade hinten gelenkt? Als der Weller gerade rückwärts gefahren ist, hat der gerade hinten gelenkt, ne? Der ist hinten ausgeschert. Ich liebe so eine Autophysik. Hilfe. Mal runterschalten hier. Oh mein Gott, was haben wir getan? Alter, nee. Ich verliebe Automatik, komm. Laden. Letzten Safe-Game laden. Und das schaltet dann wieder auf Automatik um. Das wird ja hier mit dem manuellen. Da kommst du ja nur noch durcheinander hier. Was bremsen und was beschleunigen und welcher Gang und wie schnell und alles an Ananas. Das ist deprimierend. Okay, also als allererstes. Option. Wo war das da? Übrigens ist eigentlich das. Eigentlich ist beides falsch, ja. Automatik und sequenziell ist beides falsch. Weil, also, die Realität ist ein Zwischending davon. Weil normalerweise fahren moderne LKWs immer Automatik, aber du hast bei deiner Gangschaltung hast du quasi mehrere Stufen. Du hast einmal, jetzt muss ich überlegen, du hast R2 und R1, also quasi, wenn jetzt von unten anfängst hochzuzählen, hast du R2, also schnelles Rückwärtsfahren, dann hast du R1, rückwärts rangieren, dann hast du N, halt, ne, neutral, dann hast du P, wobei ich nicht weiß, ob erst N und dann P kommt, ist keine Ahnung, P ist halt einfach die Parkposition, also Handbremse, und dann hast du D1 und D2, und D1 ist halt dieses langsame, also Klettergänge und sowas, und D2 ist dann halt die normale Automatik. Du kannst aber halt manuell zwischen Normalfahren und Klettern wählen. Das kannst du hier halt nicht. Hier hast du halt, wenn du Automatik hast, halt, hast du halt nur komplett Automatik. Und ja, das ist halt natürlich ein bisschen schade. Ja. Aber gut. So, jetzt können wir wieder normal mit rückwärts, mit S rückwärts fahren und mit W vorwärts fahren. So, wie man es gewohnt ist. Jetzt habe ich da wieder zu diesem Parkplatz da fahren und parken. Und schlafen eigentlich doch. Ah ja, let's go. Wir kennen ja die Strecke. Genau meine Rede. Heieieiei. Naja, was willst du machen? Ah ja, ich war schon beschädigt. Oh, jetzt regnet's. Also ist der Regen doch zufällig. Also. Weißt du, was ich meine? Oder ist es gerade am Aufhören? Das kann natürlich auch sein.
Weil eben, der Himmel sieht sauber aus, ne? Kann also sein, dass er gerade am Aufhören ist und wir vorhin einfach nur langsamer waren. Weil wir da ja mit diesem Vorwärts-Rückwärts rumschalten da, ne? Ja, im Regen schnell fahren, ne? Haftung und so. Ist da dezent niedriger. Ich speichere mal. So, jetzt fahren wir direkt links da wieder in die Baustelle rein. Ja. Das ist der Bremsweg bei Nässe. So. Aufträge. Was habt ihr denn Schönes? Wir wollten genau den nehmen. Genau, ja, let's go. Zeit zu gehen. So. Nein, ich wollte das hier. Oh, hast du eine Mitte? Halt. Ja, das war nicht gut. Ja, das war besser. Wobei es immer noch regnet, ne? Naja, wer weiß das schon. Biege nach links ab. Den ist links ab. Freie Bahn, Batzipan. Oh, was hier passiert? War ich das? Verkehr, erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Aber diesmal kein Bodennebel, ne? Bis jetzt nur Regen. Das sind dicke Wolken, Alter. Eieiei.
Guck mal, was sie pushen hier. Ach komm. Okay, gut. Da vorne muss ich eh runter. Von daher. Geschenkt. Lenkt der Auflieger eigentlich? Nee, ne? Der Auflieger lenkt gar nicht. Nee, er lenkt nicht. Okay. Was ein Pisswetter, ey. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Okay. Das arme Schild. Mein armer LKW. Mein LKW ist wichtiger. Wieder Kreisverkehr. Alter, was ist hier los? Warum gibt es in den Bergen so viele Kreisverkehre? Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Gut, ich glaube, da vorne an der Mautstelle mache ich dann nochmal Pause mit der Folge. Dann mal gucken, ob ich das für heute auch insgesamt Feierabend mache oder ob ich noch ein paar Folgen aufnehme. Wahrscheinlich mache ich erstmal Pause. Ja, doch. Das klingt... Ach, ist ja ja kein... Hier ist ja kein Parkplatz. Egal, ich war trotzdem dran. Ob das nun legal ist oder nicht, ist mir dabei völlig egal, du. Denn legal oder nicht legal, ist mir scheißegal. Legal oder nicht legal, ist mir scheißegal. Warum? Macht so mehr Sinn. So, Ja. Und weiter. Gutchen. Dann soll es mit der Folge erstmal gewesen sein. Und ja, ich glaube, ich mache für heute Feierabend. Dann kann ich morgen weitermachen. Ist mittlerweile schon nach 16 Uhr. Sonst werde ich hier noch dröge im Kopf. Gutchen. Ja, in dem Sinne würde ich dann mal sagen, sehen wir uns denn zu irgendwas wieder. Mal gucken, ob ich denn mit ETS weitermache oder wieder mein Test oder was auch immer dann kommen wird als nächste Folge auf meinem Kanal, werdet ihr denn ja sehen. Muss ich gucken, zu was ich morgen Bock habe. Ne? Ich mache es ja immer, ich gehe ja, ne, nach Hause. Genau, tschüss.